und herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Mein Name ist Willi und wir spielen dieses schöne Spiel erneut und schauen uns mal an, was wir alles schon angestellt haben. Wir haben jetzt hier aktuell offline die entsprechende Werkstatt angefangen zu bauen. So, hier brauchen wir natürlich wieder Holzstämme. Brauchen aber da nicht so viele. Sind nur zwei Stück, die wir brauchen. Wir haben eventuell noch welche in der Kiste. Holzstamm 2. Unser Stammmensch ist sehr aktiv. Ist jetzt mit Brennholz aus 71, sieht auch gut aus. So, wir bauen unser da vorne auch mit uns. Fehlt noch nochmal. Jetzt sind da so ein paar mehr. Sollte aber kein Problem sein. Wollen wir mal wieder ein Update machen. Noch rein. Und da sind wir. Und wir kreuschen wieder wie verrückt. So, zwei Holzstämme. Zwei sollten ausreichen. Hier können wir schon was drüber packen. Jawohl, die Federn. Die Stein, den Stein packen wir rüber. Abbrechen. Stücke können wir auch. Genau, die Stücke auch. So, und Stroh packen wir wieder rüber. Steinmesser Nummer 7, die können wir dann verkaufen gehen. Okay. Sonst haben wir aktuell nichts drin. Trockenfleisch haben wir uns hergestellt. So. Unsere Werkstatt ist, ne, fertig. Können wir hier eigene Teile herstellen. Dazu müssen wir aber was kaufen. Wir brauchen Geld. Und wir investieren in die Zukunft. Genau, das machen wir jetzt hier. Die Karotten sind noch am Wachsen. Hier. Jetzt bin ich aktiv. Okay, lass uns mal rein. Und das Geld mal rübernehmen. Den haben wir. Okay, dann wollen wir mal was kaufen. Wir sind in der Fertigkeitsschiene. Wir kaufen die Weidenkorbherstellung. Das wollen wir uns noch, die Holzschalen. Die brauchen wir eh fürs Essen später. Nicht zum Essen, sondern machen wir das Geld zurück. Münzen. Für die Herstellung was kochen. So, dann wollen wir mal ein bisschen was an. Wir haben 19 an 22 an Weidenkörben herstellen, die wir später verkaufen können. Brauchen wir aber 25. Brauchen wir noch 2. Na komm, wenn wir schon da sind, nehmen wir die auch noch mit. Hoffen wir mal, dass unsere kleine Freundin, die Roxana, heute ein wenig nett zu uns ist und uns endlich mal zusagt. 30, 31, komm. Vielleicht können wir noch 2 dazu. Schön. Ja. Jetzt fangen wir an. Eigentlich wollte ich schon zurückgehen. Doch, erst mehr gehen wir zurück und produzieren mal noch ein paar mehr. Okay. Mal hier können wir noch vielleicht. Wir haben 6. Na komm schon. So. 48 und 50. 51. So, jetzt sind wir ein bisschen. Okay, dann lass uns noch ein paar Stücke mitnehmen. Dass wir eine runde Zahl bekommen. Hier. Warte nach den hier. So, das gibt 11 Weidenkörbe. Genau. Wie stellen her Weidenkörbe?
Die kann man verkaufen, da kann man Geld. Was natürlich sinnvoll ist. Wir sehen, wie schnell das Geld weg ist, ne? Kann man wirklich sagen. Ja. Wie im Alltag, das Geld ist schnell weg. Wir können noch schlafen. Wir müssen mit dem Alvin, glaube ich, reden. Jawohl. Ja, gut, das sollte alles nicht reden. Ist nicht so dramatisch. Nicht wirklich, ne? So. 9. Schauen wir mal, ob wir nochmal schlafen können gerade. Wir werden noch oft genug die Nacht durcharbeiten müssen. So, wir haben 11 Weibenkörper. Und damit müssten wir die Investition schon fertig haben. Und wir schlafen. Eine kurze Nachtruhe. Okay, was haben wir noch hier drin? Eventuell. Karottensamen bringt uns nichts mehr viel. Holzsperre. Na toll. Okay, wir können jetzt mal in die Stadt gehen und was, ein bisschen was verkaufen, ne? Würde ich mal sagen. Hier haben wir auch noch Dünger drin. Dünger hört sich wieder sehr spannend an. Wie ist unser Geruch? Wir sind bei 25 negativen Geruch. Und es schneit. Roxana, wir kommen. So, mal. Kann man hier tauchen? Der Geruch ist auf 14. Nicht tief genug anscheinend. Na gut, dann gehen wir mal hier lang. Hauen wir uns mal den Kopf an. Trinken tun wir schnell noch was. So. Und jetzt müsste es aber gehen. Oh, Kopf angeschlagen. Der Geruch ist auf 0. Langweilig. So. Xana, mein Engel, mein Knuddel. Nehmen wir auch noch mit. So. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch hier. Aber jetzt noch ein bisschen Holzpinchen. Können wir noch ein paar Steinmesser herstellen. So. So, wir brauchen glaube ich 10, ne? Im Alltag zum Essen, man braucht Zähne. Kein Granauer. Ja, hier. Wir den auch noch. Und wir brauchen einen Stein. Okay, die Q-Taste. Die verkaufen wir auch noch. Bitte erst gehen wir zurück, sagen wir. Oder Rosalinde oder wie auch immer. Zu unserem Mädel. Ja, das passt. So, super. Wir sind immer mehr angekommen. Genau. So. Hallo, Schatz. Bist du Rosalinde? Hallo. So, sie ist auf 96%. Drücken wir uns mal die Daumen. Gehen wir mal in die Romantik rein, ne? Wie geht es dir, meine Schöne? Ach, nee. Auch was. Okay, das mit dem Schwein, das ist ein bisschen albern. Weißt du was? Sie sagt Dummchen zu mir. Okay, nee, das wird nicht gut, ne? Oh. Mit schmutzigen Dingen habe ich die animiert. So. Lass uns heiraten. Sie hat mich geheiratet. Ah, ich habe...
Meine Frau, jetzt wird's lustig, was passiert? Bam, bam, bam. Klasse, wir sind verheiratet. Hallo Roxana, mein Schatz. Ein Erbe, wunderschön. Okay, 2 Jahre kann sie nichts arbeiten, okay. Okay, das ist gut. Was haben wir jetzt hier? Erbe, okay, haben wir gesehen. Aber wir müssen unserer Roxana auch gleich eine Arbeit geben. Kein Kommentar. Okay, einfaches kleines Haus, die ist bei uns, die kriegt einen Arbeitsplatz. Wo setzen wir die jetzt hin? Wir könnten die in die Werkstatt setzen, wobei, was für eine Eigenschaft, die ist gute Jägerin, würde ich mal sagen, steht da drauf. Okay, Landwirtschaft ist noch gut, Überleben, na gut, Produktion 2, komm, lassen wir die mal gerade in die Werkstatt reinsetzen. So, die ist Handwerkerin. Und jetzt müssen wir da was, halt zurück. So. Und jetzt müssen wir gucken. So, verwalten. Hammer. Und da halt im Holzschuppen ist jemand. In der Jagdhütte ist jemand. Und die Deko-Fenster. Okay. So, dann gehen wir mal zurück und gucken mal. Der ist Holzfährt, der ist Jäger, der ist Handwerkerin. Jetzt müssen wir in der Produktion mal sagen, was sie herstellen soll. Wir stellen mal was her, was können wir gebrauchen. Ja, lass uns mal ein bisschen Weidenkörbe herstellen, ne? Und ein paar Holzschalen nicht. Ja, doch, wir haben mal 5 Holzschalen. 5%. Ja, dann müsst ihr natürlich auch später, ja, müssen wir Äste reinlegen, würde ich mal sagen. So, dann machen wir noch ein paar Schöpfkeller, dass man so auf 100% kommt. So, damit haben wir das schon mal erledigt. Okay, im Lager brauchen wir eigentlich niemanden. So, mein Schatz, guten Heimweg. Und wir werden dann gleich mal Stöcke holen. Eine neue Fertigkeit. Was haben wir jetzt erreicht? Überlebenskenntnisse? Unempfindlich. Wir werden die Temperatur hochsetzen. Noch eine? Oh, habe ich gar nicht gesehen. Überlebenssinn haben wir schon. Starke Liebe. Machen wir auch noch. So, jetzt haben wir 2. Okay, wir wollten ja noch was verkaufen. Ne? Da gehen wir nochmal hier rein. Und versuchen da drüber zu springen. Hallo, liebe Dobroneta. Hello there. Zeig mir mal deine Ware. Best goods in the valley. So, was haben wir für dich? Du kriegst die 9 Messer, aber nur 9. Du bekommst von mir noch Steine ab. Du kriegst noch von mir die paar Stöckchen. Und unser Weidenkorb. Gibt 82 Geldeinheiten. Die Fackel. Komm, den Holz haben wir. Was habe ich denn jetzt gegeben? Den Filzhut, den holen wir uns. Oh, das ist aber doof. Ich habe den Filzhut mitgegeben. Ich Kasper. Oh, echt, was denn ist es denn so jetzt im Moment? Oh, das ist doof. Da habe ich gepennt. Ach, have a good day. Schauen wir nochmal nach, wie viel Geld haben wir? 477. Das habe ich nicht weggegeben. Ja. Auf den Schreck erstmal was. So. Auch egal, haben wir jetzt Pech gehabt. So, sicher ist eins, wir müssen sowieso noch ein bisschen was tun. Wir brauchen um eine Näherei. Würde ich mal sagen, die Näherei holen wir uns gleich. Jawohl, die bauen wir uns auf. Hab ich. So, man hat noch einen Holzstamm.
Okay, noch ein paar Zweige mitnehmen, dass unser Mädel zurückherstellen kann. Ja, setzen wir die Jägerin später um, denn es ist ja so, dass die Jägerin nur eine 2 hat. Ich glaube, unser Mädel hat eine 3. Komm mal rein. Machen wir, wenn wir daheben sind. Du hast doch mal 2 geholt. So, ein paar Äschchen und ein Zweigchen. Dann werden wir uns als nächstes noch eine Werkstatt aufbauen. In Näherei würde es sinnvoll sein, ne? Können wir halt überlegen, das können wir lieber die Werkstatt stellen, beziehungsweise, ja. Das können wir machen. Ja, das Spiel ist wirklich gut. Man kommt wirklich runter. So, wir haben jetzt 110 Stöcke. Aber da kann das Mädel relativ viel Weitenkörper machen. So, hier sind wir. Oh, der Vogel. Der Vogel. So, die Decke rüber. Deine rüber. Und die 4 Holzstämme. Nee, so machen wir jetzt. Brennholz haben wir noch genug. Holzstämme haben wir auch. Der hat noch ein bisschen was nichts gemacht. Okay. Mehl, Met. Wisst ihr was? Das packen wir rüber in unser Speisekammerchen. Stöcke haben wir jetzt genug. Genau. Den Dung packen wir rüber in die Dunkkiste in die Scheune. Weil im Moment düngen wir nur hier. Dung. Okay, mit Dung und Stroh können wir wieder was herstellen. Dung eigentlich her. Okay. Und jetzt gehen wir wieder in unsere Nahrungsecke. Was macht das Fleisch? Wird immer mehr. Okay, schadet nichts. Mehl packen wir rüber, die Mehlflasche. Das brauchen wir zum Futter. Okay, wollen wir noch mal gerade noch ein bisschen Trockenfleisch herstellen. So, was machen wir in der Jägerhütte? Ich kalte schon wieder. Er schafft dahin, das ist gut. So, da können wir nichts, brauchen wir nicht, aber hier. Wir können Trockenfleisch herstellen. So, es sind 13, dann haben wir 14 insgesamt. Mit den, glaube ich, 2 oder 3, die wir hatten, dann haben wir 17. Das sollte für die nächste Zeit ausreichen. So, dann haben wir das auch schon wieder. Mist, das mit der Mütze ärgert mich, obwohl die war ja sowieso nicht so schön, ne? Guck mal, die sind zusammen, dass die hässlich war. Genau. Oh, die Jägerin kommt rein. Sie kehrt. Das ist schön. So gehört sich das. Nein. Auch Männer können kehren. Ja, aber du musst auch überall kehren, mein Engel. Halt, mein Engel ist so die andere. Nichts verraten, ne? So. Wir haben Trockenfleisch. So, zurück. Na, unterhalten ein bisschen, ne? Was beschäftigt dich? Und
Hahn ist dann eine günstige Gelegenheit hier. Wie war dein Tag? Okay. Worin bist du besonders gut begabt? Fische. Okay, hast du mit irgendetwas Schwächen gemacht? Okay. Zurück, dann bin ich mal. Have a good day. So, halt. Mal gucken, was unser Mädel macht, wo die ist. Beziehungsweise wir wollen jetzt mal. Wird wahrscheinlich im Haus sein und schlafen. Unser Kirschbaum, und mal gucken, dass wir hier noch so zwei anbauen später. Anbauen. Setzen. So. Genau, ist sie da schon in die Werkstatt? Und arbeitet die schon? Ja, sie arbeitet schon. Du bist knuddelig, mein Schatz. Das ist lieb von dir. Hey, old friend. Ja. Wie steht es um unser kleines Königreich? Okay. Art. Romantik. Ich habe eine, nee, das geht nicht, das ist noch zu früh. Ah. So, mal gucken, was die macht. Meine Rosalinde ist in der Werkstatt. Die wäre eine bessere Jägerin. Ah, die ist Fischerin gut. Okay, das ist natürlich. Oh komm, lass mir erst einen Moment. So Schatz, bis später daheim. Habe ich mich bei der Puppe, bei dem Computer jetzt ja, verabschiedet? Ja. Okay. Lass uns mal die Stöcke noch nehmen. Ach, wir wollten ja mit Albi noch sprechen, ne? Was ist das für ein Symbol? Ach, das ist die Liebe. Okay. Jetzt noch mal hier das Zeug. Ah, ne. Falsch, wir wollten nicht sprechen. Wir wollten handeln. Wir brauchen eine Schmiede. Lass uns mal schauen, ob wir die Schmiede hier hinstellen können. Rückfalsch. Eine Schmiede oder eine Näherei? Das ist eine Küche oder uns eine Näherei. Das Problem löst sich, wir können auch gar keine bauen. So, mal gucken, wie wir das drehen. Bitte lass uns hier ein bisschen Platz finden, das sieht gut aus. Wird schon grün, wird grün, wird grün, nicht so weit. Nicht so weit, ne? Nehmen wir vielleicht das hier so runter. Lass uns mal das Ding drehen. Vielleicht nimmt das ein bisschen eher an, ne? So. So weit weg. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal rüber, nehmen das Nahrungsmittel. Da ist unser. Können wir die Schmiede hier setzen vor dem Baum? Oder wird wahrscheinlich das hier stören. Dann gucken wir mal. Wir brauchen eine Schaufel. Haben wir schnell hergestellt. So hatten wir nicht vier dann. Die Schaufel machen wir auf die 4. So. Jetzt haben wir den Baumstamm wieder. Okay, lass uns mal gucken, ob wir jetzt eventuell die Schmiede hier aufbauen. Bitte, bitte, glaub. Jawohl, sieht gut aus. Mal gucken, wo der Eingang ist. Okay, da sehen wir den Eingang jetzt nicht. Das ist dumm. Da ist Eingang vorne, also richtig rum. So, mal gucken, dass man. Das ist so ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt genau ausrichten kann. So. So, wenn ich den jetzt hier so setze, das scheint gerade zu sein. So.
so, was braucht der wieder? Steine für das Fundament, ne? Wahrscheinlich. Haben wir noch einen Hammer? Hammer ist der Hammer noch mit. Das sieht so aus. Hallo, stell mal einen Hammer her. Den Hammer brauchen wir wieder. Zwei Steine und Stöcke. Ne, Quatsch. Ein Holzstamm und Stöcke. Wir haben 9. Wir brauchen noch einen Stock. Gut, Stöcke können wir hier schnell irgendwo finden. So, Hammer. Hammer hergestellt. So, was braucht der? Steine. Dass wir wieder Holzstämme brauchen. Wir haben gerade nochmal 6 Schmidt. Ich sehe zwar im Laden, aber immer so sagen, es ist kein langer Weg, ne? Ja, die Idee, die Temperatur abzuschalten. Wird nicht gerade gestellt. Kann man nicht sehen, dass das denn gerade war, oder? Versuchen wir es nochmal. Jo. Wahrscheinlich, weil der Hammer kaputt war. So, zurück. Produktion Schmiede. Was hat damit zu tun, dass er sonst nicht reinpasst, ne? Moment hier. Damit man ist in, achso, weil die Schmiede schief ist. Okay, lass mal gucken, wie weit wir hier. Ach, schieße dir. Guck mal hier so. Da ist noch ein bisschen Nuance. Das hin. Wir können ja mal Folgendes machen. Das sieht gut aus, ne? Gut, da haben wir jetzt 2 Steine verhauen. Und die haben wir wiederbekommen. Juhu. Das ist gut. So, was brauchen wir? Holzstämme. Interessant, wir hatten gerade 8 Stück auf Lager. Voll dabei. So, Hammer. Hier oben brauchen wir Strom und hier Holzstämme und genau, ein bisschen Strom. Müssen wir 32 Strom brauchen. Und ich stelle beiden Körper her. Strom haben wir noch 10, das ist noch ein bisschen wenig. Aber Holzstämme haben wir noch 4. Brennholz ist okay. Ja, auch noch Holzstämme, na toll. Oh je. Okay, dann ist dem so. Auch ein Stroh. Stroh und Holz. Aber den kriegen wir in der Veranstaltung noch fertig. Die Schmiede. Einige nehmen auch noch mit. Und den Stein auch noch. Ja, ich würde schon gerne mit euch heute noch die Schmiede fertig bekommen. So, ja, das ist die Bombenhammer. Wir brauchen ja 32. Wir
Mal schauen, ob wir mal noch jemanden einstellen. Machen wir raus. Wir sind jetzt zu viert, das sollte ausreichen im Moment. Auch keinen Stress zu machen, aber hier brauchen wir noch raus. So. Stroh sammeln. Dann könnte man jemanden einstellen, der für uns sammeln geht. Ja. Das wäre, glaube ich, das nächste Projekt. Machen wir. So. Wir haben jetzt 56 Strom. Und unsere Liebe ist da. Nehmen wir ein paar Stücke mit. Wir brauchen hier noch 4. Da brauchen wir 32, glaube ich, waren das 8 Stück. Ja, dann lassen wir mal in der Schublade in der Scheune. Genau, das ist das Mädel, was halt. So, wir müssen nachher sagen, ja, jetzt noch den Diesel erstmal ein bisschen arbeiten. Ich will mein Kind möchten. Ah, interessant, ich glaube, wir sind bereit für ein Kind. Wir kennen das doch erst noch gar nicht so lange. So. Da können wir jetzt genug. Okay, den nehmen wir auch noch mit, das sieht so einsam und verlassen aus. Na, haben wir eine Hand. Und nehmen wir noch 4 von den Holzstämmen mit und fertig. So, hier braucht er meine. Oh, noch nicht mal überladen. Juhu. Ja, das ist schon so einigermaßen gerade, ne? Brauchen wir später noch die Näherei. Dann haben wir die wichtigen Dinge. Also wie gesagt, fertig. So, bei 67. Kommen wir auf das Stroh schnell rein. Hier Schmiede. Hier. Fertig. Und was können wir jetzt hier schmieden? Ah, Bogen. Ja, da fehlt uns immer noch. Knüppel können wir herstellen, okay. Holzspeer konnte man eh schon herstellen. Langbogen. Wir brauchen Leimgang. Wo kriegen wir Leimgang her? So, was können wir hier herstellen? Bindbaren, Bronzebaren, Eisenbaren und Kupferbaren. Die Essen. Okay, da muss irgendwie einen Sinn haben. Ah. Kupfersperr, brauchen wir halt Kupfer, ne? Logisch, ne? Man braucht für Kupfer. Kupfer. Ja, gut. Immer schön warm hier. Okay, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir haben jetzt die Schmiede hergestellt. Und wir haben unsere Frau zu Hause, die noch fleißig arbeitet. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.